Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind hier in der Nacht gerade auf der Suche nach Hinweisen, aber reden noch mal in der Zwischenzeit mit dem Captain. Ich habe die Stimme noch ein bisschen lauter gestellt jetzt. Ihr müsst herausfinden, was sie planen. Eure Crew ist sehr schweigsam. Mal sehen, was ich tun kann. Nun, beeilt euch. Wow. Danke für dieses Gespräch, Captain. Ja. Falls es immer noch zu leise ist in diesem Part, werde ich es dann halt nochmal korrigieren, aber ich habe es zwei aufgenommen und dann dachte ich so, gucke ich lieber erstmal. Dann möchte ich nicht mit mir reden. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Hi. Hol. Jetzt kann ich nochmal mit ihm reden. Das hatten wir auch schon. Wo sind meine Manieren? Louis Mills. Sehr anders. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Und wieso wird mir das neues Gespräch angezeigt? Das habe ich da schon geführt. Das hat mir das genau das gleiche Gespräch wie vorher. Ich habe es eigentlich nur durchlaufen lassen, weil ich dachte, vielleicht kommt irgendwas am Ende dazu. Aber nein. Er hat die Rationen gekriegt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Oh, sind wir ein richtiger Fuchs? Dass er sich Lamm und Wein gönnt? Hinweise analysieren. Seltsam. Äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Was hab ich gesagt? Assi. Um den Tag zu beenden. Dann machen wir mal. Das ist jetzt immer eine Woche später. Ist aber ein schönes Schiff. Hat was. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! War ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen? Ich will mich hier verarschen. Sichert die Luke! Haytham. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Er gibt mir auch das Schwert. Richtiger Vollidiot.
Jetzt wird er sterben. Oh Gott, das sieht so cool aus mit diesem die Schwingung dahinter. Jetzt mit dem neuen Konter muss ich noch lernen. Oh Gott, ich habe ihn einfach umgebracht. Der arme Junge. Ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Ja. Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Sehr gut. Und jetzt steht der Blitz ins hintere Schiff ein, oder? Später, am selben Tag. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Ich hab keiner, was er da macht. Aber ich finde Schiffe super. Das haben wir gut gemacht. Zog die Kappen fest! Wir haben jetzt gleich mal die Synchronisationsanzeige. Wir haben jetzt nur diesen Dreierstrich da unten. Sicher, dass man das durchschneiden muss? Wie kriegt man es jemals wieder zusammen? Oh oh. Nein, Rip, du komischer Typ, den ich nicht kannte. Oh, er lebt noch. Ich dachte, James wäre schwarz. Der Blitz hat komplett woanders eingeschlagen, als das Boot war. Und uns fehlt jetzt ein halber Mast. Tag 72, das ist ja jetzt nochmal 29 Tage. 39? 39 Tage her. Der Sturm. Wir sind 39 Tage ohne ein ganzes Segel gefahren.
Was ist denn das? Schokoriegel? Oder Schiffszwieback? Hätten wir James doch sterben lassen können? Nicht, dass ich das wollte, ich mag James, aber wäre es eine Möglichkeit? Oder das war so ein optionales Missionsziel. Oh, Land in Sicht! Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Muss ich das machen? Welcher Mast ist jetzt abgebrochen? Weil ich kann mich nicht einfach wieder aufstellen, oder? Also, theoretisch von der Zeit her schon, aber... nicht einfach so, oder? Geht das? Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Reise in die neue Welt. Bam und bam und bam. Sind wir gut? 100% mal wieder. Boston, 1754, circa 250 Jahre nach Ezio. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Ich hatte gehofft, dass er mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Verklickst doch mal! Das ist so gut von euch. Spasti. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Hey, die! Ich dachte, ich muss ihn halten. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Weiß, eine Ratte darf ich kaputt treten? Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Einen Gemischwarenladen finden. Können wir schon ein bisschen das Freerunning üben? Dann mach's halt nicht. Okay. Gott, ich mag dieses Spiel. Es sieht so schön aus. Du bist so schwer, wie wirklich. Verrückt, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Okay. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Ethan Kenway. Den kenne ich doch. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber
Ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Das war deine erste Quest. Seiten von des Almanachs von 1733. Kenne ich zum Glück eine schon. Aber diesmal schwer zu kriegen, weil die wegfliegt. Hallo. Was wollte ich denn kaufen? Ein normales Schwert. Ja, kaufen wir mal. Sieht cool aus. Und Feuerwaffen. Pistole kaufen wir auch noch gleich dazu. Steinschlosspistole. Derzeit keine Gegenstände zu verkaufen. Zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Frage. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut. Aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Des Ordens? Des Assassinenordens? Ja, einfach die armen Leute umrempeln, das ist super. Das dumme arme Volk. Das reicht. Warte, das ist die Almanach-Seite. Nein. Nein! Wieso fliegst du denn weg? Mein Gott, nein. Ich hab's jetzt schon verkackt, glaube ich. Ist sie weg? Das ist jedes Mal so. Sie spawnt immer da unten und da fliegt sie hier oben hin und jedes Mal verkacke ich's dann. Also ich hab's ja schon. What the fuck? Oh. So, dann gucke ich nochmal schnell, wie lange wir haben. Das dürfte eigentlich nicht mehr allzu lang sein. Noch. Dann. Na, 2 Minuten circa. Ich glaube, da können wir die Katze noch angucken. Lügner, Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Charles Lee folgen. Hallo. So, was gibt's denn hier oben Schönes? William Johnson. Keine Ahnung, wer es ist. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey,
hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Oh, ich finde so Dina super. Will der noch mit mir reden? Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufe? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall. Und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Sehr gut. Noch mit ihm reden muss ich nicht unbedingt sein. Dann gehen wir nochmal raus und gucken, ob wir die... Einmal nach Seite jetzt, ob sie schon neu gespawnt ist, und ansonsten holen wir die irgendwann anders. Das sieht so cool aus mit Fenstern. Oh Gott, wo spawnen wir denn jetzt? Jo, okay, dann würde ich sagen, ich beende sehr schön den Part, weil wir nicht mehr bei der Almanach sein sind. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.